Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst war die gesetzliche Rentenversicherung im Fokus der Politik. Wir haben dort eine Menge auf den Weg gebracht, da wir wissen, anders als die Linken, dass die Altersabsicherung für die Menschen im Zentrum natürlich die umlagefinanzierte Rente hat, aber die betriebliche und die private Altersvorsorge als kapitalgedeckte Systeme auch ihre hohe Bedeutung behalten wird. Deswegen reformieren und deswegen schaffen wir mit diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz das, was wir wollen, nämlich die Betriebsrenten zu stärken, zu stabilisieren, weiterzuentwickeln. Und das erklärte Ziel ist, sie so auszuweiten, dass möglichst alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, eine betriebliche Altersvorsorge zu bekommen. Dabei ist eingestanden, dass die betrieblichen Altersvorsorgungssysteme, die wir jetzt haben, eine bunte Vielfalt sind, weil sie vielfältige Anlage- und Gestaltungsmöglichkeiten haben und offensichtlich es fehlt, dass mehr Menschen und mehr Beschäftigte in die betriebliche Altersvorsorge gehen. Das hat wahrscheinlich viele Ursachen. Es gibt Unkenntnis über Möglichkeiten, fehlende finanzielle Spielräume, die Anrechnung der Betriebsrente auf die Grundsicherung, Vorbehalte der Arbeitgeber gegenüber der Haftung, die zu geringe Rendite in der Niedrigsparphase, die Beitragslast dann für die Sozialversicherung. Dies alles sind Gründe, die dazu geführt haben mögen, dass wir die Situation so haben, wie wir sie jetzt haben. Und deswegen gehen wir genau an diese Punkte ran. Und deswegen beseitigen wir genau an diesen Punkten die Hemmnisse, nicht ganz, aber in wesentlichen Teilen, um mehr Anreize für die betriebliche Altersvorsorge zu schaffen. Meine Damen und Herren, das Erste, was wir machen, wir haben Sorge, dass gerade die Geringverdiener die Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge nicht nutzen. Deswegen eine Zahl, die das noch mal belegt, gerade einmal 47% aller Menschen, die 1.500 Euro verdienen, haben überhaupt irgendwelche Formen von zusätzlicher Anspar. Die allermeisten haben weder eine betriebliche noch eine private Altersvorsorge. Für die tun wir was. Menschen, die bis 2.200 Euro verdienen, bekommen erhebliche Zuschüsse, 480 Euro im Jahr noch von ihrem Arbeitgeber. Der wird dabei auch unterstützt, indem er einen Teil steuerlich geltend machen kann. Wir verbessern die Riester-Rente, wenn die dann noch mit eingebracht wird, kann ein Geringverdiener mit einem 60 Euro eigenen Beitrag im Jahr plus den 172 Euro, die er zusätzlich bekommt, plus Gelder, die er bekommt, wenn er Kinder hat, nennenswerte Beiträge für eine betriebliche Altersvorsorge ansparen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, der neben der gesetzlichen Rente die betriebliche Altersvorsorge stärkt und gute Perspektiven aufzeigt. Meine Damen und Herren, dazu kommt, dass wir 8% an 8% steuerlich geltend machen können, heißt für einen Arbeitnehmer, dass er bis zu 6.000 Euro im Jahr steuerlich geltend machen kann. Auch hier ein Anreizpunkt in diesem Verfahren. Und damit stellte sich dann auch natürlich die Frage, wie wir die Dinge verbessern können, damit das, was wir an weiteren Hemmnissen haben, verbessern können. Und dadurch ist die Idee der sogenannten Rente der Tarifpartner entstanden, dass die Tarifpartner Versorgungseinrichtungen einrichten können, um zwei andere Punkte zu erleichtern, nämlich die Frage, wie können wir Unternehmen von der Haftung befreien, damit sie selbst nicht ihr Leben lang gerade stehen müssen für die betriebliche Altersvorsorge, die sie mal ihren Beschäftigten zugesagt haben. Dadurch ist das Sozialpartnermodell entstanden. Und die zweite Möglichkeit, die wir entwickelt haben, ist die Frage der Niedrigzinsphase, die dazu führt, bei konservativer Geldanlage auch nur minimale Erträge zu erwirtschaften, diese dadurch zu verbessern, dass bei einer exzellenten Aufsicht mit verantwortlichem Handeln der Tarifpartner und mit Unterstützung der BaFin Gelder am Kapitalmarkt ertragreicher angelegt werden können. Und alle Dinge belegen, dass nach allen Voraussetzungen in der Tat dann die betriebliche Altersvorsorge hinterher höher ausfallen wird in aller Regel als über andere Verfahrenswege.
Meine Damen und Herren, es geht nicht darum, die betriebliche Altersvorsorge als ein Gleichschrittsystem zu entwickeln. So bunt und so vielfältig die tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten sind, so wollen wir den Menschen auch die Möglichkeit geben, durch die betriebliche Altersvorsorge passgenau und zielgerichtet Hilfen zu bekommen, um über den Betrieb Unterstützung zu bekommen. Und dazu gehört auch, dass jetzt und in Zukunft Arbeitgeber mindestens die 15% der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge einzuzahlen haben auf das Betriebsrentenkonto. Aber ich sage an der Stelle sehr deutlich, wenn es wirklich eine betriebliche Altersvorsorge sein will, dann erwarte ich eigentlich von Arbeitgebern, dass sie darüber hinaus aus ihrem Betrieb erwirtschafteten Geld noch selbst Geld obendrauf tun. Ganz viele tun dies, ganz viele tun dies. Aber ich kann nur dazu raten, dass mehr dies machen. Übrigens ein wichtiges Instrument der Personalgewinnung, der Motivierung und der Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal. Wenn eine betriebliche Altersvorsorge geschickt einsetzt, wird er Menschen halten, motivieren, stärken und dadurch einen Gewinn auch für seinen Betrieb haben. Meine Damen und Herren, die betriebliche Altersvorsorge, die wir jetzt stärken und unterstützen und ausweiten wollen, ist kein Allheilmittel zur Lösung aller Alterssicherungsfragen. Aber sie ist ein wichtiger und zentraler Baustein in einem System, in dem wir unterschiedliche Wege gehen müssen, damit die Menschen am Ende der Tage von ihren Alterseinkünften leben können. Herzlichen Dank. Als nächster Redner spricht Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.